egal womit wir im Microsoft Flight Simulator unterwegs sind, ob mit dem Volocopter oder dem Airbus 320, mit Opa Mario, dem alten Sack von Holston TV, wird jeder Flug zu einer spannenden Reise. Und wenn möglich, waren sie auch per Landverbindung, so wie hier vor uns, mit dem Festland verbunden. Ja, das weiß ich natürlich nicht. In Spanien oder Frankreich hätten wir gedacht, das wird aufgeforstet. Ich meine, ja gut, vielleicht ist das hier auch so. Aber dann müsste ja immer mit Süßwasser bewässert werden, ne? Was auch schon wieder reichlich Aufwand ist, aber Kosten und Mühen scheuen sie hier ja nicht, weil die Mühen bringen sie ja nicht selber auf. Die Einheimischen, dafür haben sie ja ein Heer von überbillig Arbeitskräften. Ah, guck mal, da haben sie schon. Ja, Kreisverkehr. Ich meine, okay, das sind Dubai, ihr seht, das sind die am einen, ne? Ich wohne in Siersdorf, wir haben zwei Kreisverkehre, also das sagt alles, ne? Ja, okay, da haben sie auch noch einen. Gut, dann haben sie eben auch zwei. Dann hat Dubai eben auch genauso viel Kreisverkehre wie Siersdorf. Aber wir haben einen eigenen Supermarkt. Ich bin ehrlich, ich habe hier noch keinen Supermarkt gesehen. Ne. Hier so einen komischen Ölturm oder sowas, ja. Den haben wir in Siersdorf nicht. Wir haben hier so eine Kommende, das ist so eine alte Ritter. So eine Ritter-Ritter-Einrichtung war das, wie die kleine. Eine Burg ist übertrieben. Aber auf jeden Fall waren die da untergebracht. Ganz früher noch, als es noch keine Fertigbausiedlung, keine Betonplattensiedlungen gab und sowas. Da haben die schon da gewohnt. Aha. Na, seht ihr, wie weit die Insel da reingehen? Und da sind meistens überall Öltanks drauf, so dicht. Vor ihrer Küste können die wahrscheinlich schon fördern. Ja, ein bisschen. Ja, aber da kommt ja, was man vor uns hat, da kommen sie ja nur mit dem Schiff hin, dazwischendurch. Oder haben sie da, wollen sie dann noch eine Brücke bauen, oder? Das sieht jedenfalls so aus, aber die Verbindung da, direkt vor uns. Ne, so kann man nicht sehen. Gucken wir uns gleich mal so an. Das war doch bestimmt mal verbunden. Ein bisschen runter. Das war falsch. So.
Da bauen sie bestimmt noch eine Brücke. So, ich mach mal 50%. So, kann man da irgendwas erkennen? Was? Guck mal. Was sehe ich denn da? Was war das? Da fahren Autos. Eine Unterwasserstraße oder was? Seht ihr das? Da fahren Autos. Interessante Variante. Jetzt weiß ich nicht, was das für ein Bug ist. Weil soll das nicht echt so sein? Ja, ein bisschen höher können wir. Mal wegen 3000. Wir steigen mal. Na, sorry, sorry, ja, ist ja, sorry, ist ja gut. Sei mal ein bisschen gnädig. Das Bild finde ich immer so super. Kontakt. Jo, good day. 120 decimal for OPA 007 heavy. Approach OPA 007 heavy, 2400 feet. OPA 007 heavy, approach QNH to Niner decimal Niner to continue as planned. So. Gucken, dass wir auch wieder richtig sehen können. 2300 Fuß. Leicht fallend. Ah. Ah, und hoch. Das da vorne müsste Dubai sein. Oder sind wir schon dran vorbeigeflogen? Aber es sollten ja wenigstens so, wenn, ich weiß nicht, ob updated ist. Aber es sollten ja schon mehrere Gebäude dann sichtbar sein auf dem Festland, ne?
sollst ja ein klein bisschen höher fliegen, du sollst ja nicht. Ich versuche die Trimmung einzustellen. Aber so richtig. Ruhig ein bisschen höher gehen jetzt, würde ich sagen. Ja, weil da ist doch, das könnte schon was sein, was zu Dubai direkt gehört. Ich glaube, wir können ruhig noch ein bisschen höher. Nach links. Hallo? Was ist jetzt los? Wo kommt der denn her? Nicht abstürzen. Hallo, hallo, hallo. Ihr seht schon, die schütten alles Mögliche im Meer auf. Da vorne, das könnten die Palmen sein. Also da. Übernächste Inselgruppe. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Schütten sie da Sand auf oder was soll das sein? Guck mal da. Sieht so aus, schwarzer Rand, das linke Gebilde von uns. Oder die Struktur. Dass sie da wieder künstliche Inseln schaffen. Die dann später verbinden.
weil ich weiß nicht, woraus das, was das ist. Auf jeden Fall auch wieder eine Hafenmöglichkeit. Was hatte ich gesagt, auf A drücke. Na, das ist, damit richtet er aus. Ne, ich wollte ja eigentlich, na, das sind die Palmen, okay. Da kommt die Palmen, da haben wir schon mal was. Aber ich wollte ja hier gucken. Wo ist denn der Name? Hier ist der Name weg, scheiße. Machen wir den Namen weg. Hey. So. Damit meine Frau mir das vorlesen kann. Okay. Fliegen wir mal ein bisschen höher. Wir haben, glaube ich, zwei Palmen inzwischen. Aber der Nachteil soll wohl sein, dass zwischen den Blättern der Palme die Wasserzirkulation nicht mehr so gegeben ist und das deshalb etwas unangenehm riecht. Habe ich gelesen und gehört. Es ist also auch selbst in Dubai nicht alles Gold, was glänzt. Oder nicht nur Gold. Sagen wir mal so. Natürlich ist schon erstaunlich, was sie innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit geschaffen haben, aber andererseits darf man nicht vergessen, mit was für finanziellen und personellen Mitteln. Dadurch, dass sie die Arbeitskräfte so schlecht bezahlen und sowieso schon so reich sind, ist das für die nichts, eigentlich nichts. Andererseits, wie gesagt, ich bin der Meinung, die Natur holt sich das wieder. Also die Wüste ist nicht weit weg, Sandstürme kommen immer öfter. Es wird ein Wahnsinnsaufwand, um das beizuhalten. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Dann wackel doch mal nicht so rum. Nicht runter. Und weiter ran auch nicht. Ja, aber so habe ich die Flügel. Was machst du jetzt? Wieso lenkt er denn dahin? Da sollst du nicht. Ah, wir sehen, oder ist das die zweite Palme? Dass hier noch gar keine Häuser drauf sind. Ah. Das sieht auf jeden Fall nicht wie touristenmäßig genutzt aus. Und hier auch noch nicht. Ja, noch nicht.